Oh mein Gott, da ist er! Leute, da vorne ist er! So, stehen bleiben, Junge! Stehen bleiben, Fake Eye Crybix! Hä? Warte mal, nein! Was ist da vorne? Das ist doch Fake Eye Crybix, der hat eine RPG in der Hand! Hey, yo, Leute, Crybix hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Heute ist mal wieder richtig krasses geplant hier. Wir machen heute natürlich mal wieder richtig fette Action hier in der Stadt, Leute. Und natürlich will man erstmal eine schöne Paul Berger Limo zum Start. Ihr wisst auf euch, Freunde. Und Leute, lasst natürlich mal gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze wie immer feiert. Wir steigen jetzt hier mal... Hände hoch! Was ist denn jetzt hier los? Ja, ich hab meine Hände... Kümmern Sie sich um den Officer. Leute, was... Stopp, Officer. Oh, ich hab keine Waffen dabei. Was ist denn los hier? Leute, was macht der da an meinem Lamborghini Urus? Wer ist gerade alles hier beschlagnahmt? Wie? Ja, eine Klammer ja dran überall. So, mir reicht jetzt das langsam. Leute, ich sehe gerade gar nichts mehr durch. Schulden hier, ganze Stadt verschuldet wegen dir. Was? Ich hab Schulden? Du denkst wohl, du kannst hier freidrehen, wie sonst wär, ne? Und die Sachen nicht bezahlen. Du bist ein Scammer. Warte mal, ich bin kein Scammer. Hallo, kann mich mal bitte einer aufklären? Was ist denn hier gerade los? Ganz einfaches Ding. Wir wollen gar nicht lang zu schnacken, haben wir uns gehört. Wenn du denkst, du kannst hier Heidewitzka machen in der ganzen Stadt mit deinen ganzen kleinen kriminellen Mist, den du die letzten Tage ja gemacht hast, ja? Mit dem Auto sowohl als auch als der Crimex. Ja. Da kriegst du die Strafe für. So, bald kommt Anwaltsschreiben. Das wird eine dicke Rechnung. Über 10 Millionen. Du kannst schon mal Bescheid sagen. Hier im Haus kannst du schon mal ausziehen. Und was ist jetzt hier mit meinen Autos? Jetzt habt ihr hier so eine Parkklammer dran gemacht. Ja, die bleiben erstmal da. Da wird bald Abstelldienst kommen. Die werden zwangsversteigert. Was? So sieht's aus, als nächstes das Haus dran. Das Haus machen wir auch dicht. So, Leute, ich verstehe hier gar nichts mehr. Hä, warte mal. Was mit meinem Haus wird dicht gemacht? Hier wird gar nichts dicht gemacht. Das Haus wird dicht gemacht. Lass mein Haus in Ruhe. Hey, bitte. Leute, was ist denn jetzt hier gerade los? Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Ich wollte jetzt hier einfach mal ein bisschen Action machen. Unsere Freunde besuchen heute mal wieder. Auf einmal die Polizei kommt hier rein. Ey, die sperren hier gerade wirklich mein Haus ab, ne? Oh, warte mal ganz kurz. Wer ruft mich denn jetzt an? Ja, hallo? Max, ich bin's, Tuan. Ich bin gerade im Urlaub. Ich bin gerade an der Seite der Welt. Warum hat Amir eigentlich ein Ansagevideo gegen dich gemacht? Tuan, warte mal, was? Amir hat ein Ansagevideo gegen mich gemacht? Ja, geh mal auf YouTube. Da ist der Videotitel. Geht an die Climax. Okay, danke schön, Tuan. Ey, Leute, das war Tuan, unser bester Freund. Aber der ist leider gerade im Urlaub. Der kann uns nicht helfen. Und der sagt gerade irgendwie, Amir ist doch ein Freund von uns. Der hat eine Ansage gegen uns auf YouTube gemacht. Leute, warte mal, wir schauen uns das mal kurz an. Ey, Leute, heute ein trauriges Video. Ihr wisst, ich bin bei iCrimex schon ewig befreundet gewesen, aber nach den Sachen, die er jetzt gemacht hat, muss ich mich von iCrimex distanzieren. Das geht echt nicht. Was sagt er da? Ich verstehe es nicht. Freund, ich bin sehr enttäuscht von dir. Warum ist Amir sauer auf uns, Leute? Ey, Leute, ich check hier wirklich gar nichts mehr. Wir haben Schulden, unsere Autos werden gepfändet. Amir macht ein Ansagevideo auf YouTube gegen mich, Leute. Irgendwie, der scheint richtig sauer auf mich zu sein. Leute, ich habe nicht mal ein Auto, um da jetzt direkt hinzufahren. Ich muss jetzt da zu Fuß laufen. Ey, das gibt's doch nicht. Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt zu Amir rüber. Wir müssen den besuchen. Ich muss das mit dem klären, weil, Leute, ich brauche erstens brauche ich Geld. Zweitens will ich wissen, was mit meinen Freunden los ist. Let's go. Oh, Leute, ich bin schon so außer Puste, bis ich hier angekommen bin. Amir! Was willst du denn doch hier, Mann? Dich will ich gar nicht mehr sehen. Amir, warum hast du ein Ansagevideo gegen mich gemacht? Warum? Findest du das etwa lustig? Guck mal, was du mit meinem Auto gemacht hast. Amir, ich war das nicht, hä? Ja. Du kamst hier hin, hast dich nur gefragt, ob du mein Auto aussehen kannst für ein Video. Ich sag, na klar, Bro, für dich gerne. Dann bringst du so zurück. Und danach kam die Steuerfahndung. Wann war das denn? Wann soll ich das bitte gemacht haben? Ja. Und dann hast du die Steuerfahndung auf mich geschickt. Ich habe die Papiere gesehen, dass du die gefälscht hast, Mann. Die haben mir nichts geglaubt. Bei mir wurde alles gepfändet. Ich kann das zurück zu meinen Eltern wiederziehen. Danke dir. Mein ganzes Leben ruiniert. Amir, warte. Du musst mir glauben, ich war das nicht. Lass mich in Ruhe, Mann. Leute, Amir ist richtig sauer und traurig. Und Leute, ich verstehe hier gar nichts mehr. Der hat gesagt, ich hätte irgendwie seinen Porsche da geschrottet. Ich hätte ihm irgendwie Steuerfahndung auf den Hals geschickt, deswegen verliert er sein Haus. Hä? Leute, ich sehe hier gar nicht mehr durch. Ey, Freunde, ganz ehrlich, ich muss die Sache jetzt regeln. Wisst ihr was? Ich werde mir jetzt erstmal ein Auto holen, weil meine Autos wurden ja gepfändet. Und ich brauche jetzt erstmal Geld, weil meine Konten wurden auch gepfändet. Ich werde jetzt einen richtig guten Freund von mir anrufen, den ich schon lange kenne, der auf jeden Fall Geld und Autos hat. Und der wird mir bestimmt helfen, Leute. Und zwar, ihr wisst, wen ich meine. Stani von Stani Performance. Ich werde den jetzt mal anrufen, Leute. Oh, ja, komm, es tutet, Leute. Ah, ja. Ey, Stani, yo! Hey, was geht? Ja, Stani, ich brauche deine Hilfe.
Ja, okay, meld dich einfach bei mir, wenn ich wieder am Telefon bin. Hinterlasse einfach nach der Nachricht einen Piepton. Nein. Piep. Leute, was? Das war sein Anrufbeantworter. Oh Mann, ey, warum haben alle diese Prank-Anrufbeantworter? Ey, Leute, ist mir jetzt auch egal, ob ich jetzt hier noch mehr kriminell werde, aber ich brauche jetzt ein Auto. Wir müssen jetzt schnell zu Stani Performance, Leute. Oder beziehungsweise Stani, der wird mir auf jeden Fall helfen. Okay, wir haben uns jetzt hier mal so ein NPC-Auto. Herzlich willkommen bei Los Santos News. Leute, das ist das Radio. Eine wichtige Eilmeldung. iCrimex hat heute bekannt gegeben, dass Paul Baker Limo aufgelöst wird. Hä? Alle, die diese Limo noch besitzt haben, genießt eure letzten Schlücke. Was, Leute? Was wird da gerade in den Nachrichten? Habt ihr das gehört? Paul Baker Limo wird... Hä? Leute, Paul Baker Limo wird niemals aufgegeben. Ey, Leute, irgendwas ganz Komisches passiert hier in der Stadt. Mir werden Sachen vorgeworfen, mein Geld wird gepfändet, meine Firma, meine Limo wird aufgelöst. Ey, Leute, ich check hier langsam gar nichts mehr. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Wir fahren jetzt erstmal schnell zu Stani, Leute. Keine Zeit verlieren, let's go. Ey, Leute, wir sind jetzt hier bei Stani Performance angekommen. Hä, was denn hier los? Da ist ja die Feuerwehr. Stani... Ey, Stani, ist bei dir alles gut, Bro? Ja, werten Sie auf jeden Fall das Videomaterial aus und bei dem Videomaterial werden Sie dann auch sehen, wer der Schuldige ist, ne? Darüber müssen wir ja nicht die reden. Die Polizei und, ist hier? Ich hoffe, dass die dann den dein Ding festmachen. So, gehen wir mal wieder ins Autohaus rein, die Leute. Ganzen Autos von Stani sind ja zerstört, der Arme. Wir werden hier ey, Stani, alles was ist hier aufbauen. Passiert? Ach, Mann, hier stinkt's irgendwie gerade, Leute, drin. Aber das liegt wahrscheinlich an den verbrannten Autos. Der sagt, hier so. Stinkt. Stani, was ist hier passiert, Mann? Meine Mitarbeiter, wir werden natürlich nicht aufgeben. Alter, wir werden uns nicht kleinkriegen lassen. Alter, auch ignoriert von solch einem gerade? Schweren Angriff von anderen YouTubern. Das hallo, Stani, hallo. Ey, Leute, ich glaube, Stani ignoriert mich. Glaubt ihr, der ist auch sauer auf mich? Ich muss das jetzt testen, ob er mich wirklich ignoriert. Ich habe gar keine Waffen dabei. Weißt du was? Ich werde ihm jetzt einfach mal eine überknüppeln. Stani, hallo! Oh. Polizei! Polizei! Hey, jetzt ruft er die Polizei. Ich wurde hier an, Polizei! Stani, warum Polizei, ignorierst du mich? So, das gibt eine nächste Anzeige. Ich habe Kameras da drin, Max. Das ist jetzt das zweite Ding, was du dir geholt hast. Kannst dich schon mal auf meinen Anwalt einstellen. Der weiß nämlich auch Bescheid. Ey, Leute, ich wir haben nämlich Kameramaterial, wie du hierher gefahren bist und alles hochgejagt hast. Warte mal, was? Du willst mir jetzt gerade sagen, ich habe hier alles in die Luft gejagt. Ah, jetzt tust du ganz unwissend. Max, das wird dir aber nicht helfen. Wir haben alles auf Kamera, Mann. Der Anwalt, der wird dich so krass hinter Gitter... Stani, wir kennen uns seit über 10... Du wirst nie wieder in Freiheit kommen. Wir kennen uns doch seit über 10 Jahren. Ich war das nicht. Umso mehr bin ich enttäuscht von dir und dann greifst du mich hier noch tätig an. Der Schlag gerade, das war ich, weil du mich ignoriert hast. Ja, du bist ein Krimineller. Und Stani, du musst mir glauben, ich war das nicht. Bitte, wirklich. Bitte einmal mein Grundstück verlassen. So, Officer, können Sie bitte einmal hier die Person warte mal, entfernen? Warte, Stani. Warte. Was? Zeig mir bitte die Kameraaufnahmen. Ja, ich zeig dir die Kameraaufnahmen. Komm gerne mit, kann oh ich dir mein zeigen. Gott. Kein Problem. Leute, hä? Und dann wirst du sehen, was da... Was? Leute, bin ich am Schlafwandeln? Warum sind alle sauer auf mich und sagen, ich hätte irgendwas gemacht? Ich verstehe es nicht. So. Also, Bro, sehr interessant auch, wie du alle wieder nichts weißt. Guck hier einmal auf die Monitore. Ja, okay, und, alles gut, Leute. Wir schauen da jetzt mal rein hier. Okay, Leute, wir schauen jetzt hier mal in die Kameraaufnahme rein. Hä? Leute, da kommt wirklich ein blauer Urus angefahren. Aber der sieht ein bisschen anders aus als mein Urus. Meiner hat schwarze Felgen und nicht blaue. Hä? Und da kommt jemand reingelaufen? Was? Hä? Der sieht ja aus wie ich und der schießt alles kaputt. Der macht ja alle Autos kaputt da. Hä? Was ist das denn, Leute? Ey, okay. Langsam verstehe ich, warum alle so komisch drauf sind. Aber der hat auch eine rote Shorts an und rote Schuhe. Der hat ja gar keinen Style, Leute. Und dann fährt der wieder weg. Jetzt erinnerst du dich wohl wieder dran, wa? Ich verstehe gar nichts mehr. Ey, Stani, ich war das nicht. Siehst du nicht den Unterschied? Stani, der Typ hatte rote Hosen an. Ich hab doch schwarze Shorts an. Ja, Bro. Lava hat mich einfach nicht voll. Die Polizei ist jetzt auch schon weg. Bitte beiseite, Max. Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Du hast so Hausverbot bei mir. Ey, und solltest du dich nochmal nähern, bitte, wirst du Anzeige geben. Bitte, Stani, du musst mir das glauben. Ich war das doch nicht. Seh zu, dass du Land gewinnst. Oh, ey, Mann, Leute. Wisst ihr was? Ich klaue jetzt hier einfach das Polizeiauto. Wir waren mal beste Freunde. Ah, jetzt glaubt man mittlerweile schon Polizeiauto. Ey, Leute, Stani hat gerade einfach unsere Freundschaft gekündigt. 10 Jahre Freundschaft werden hier gerade weggeworfen. Ich war das doch gar nicht. Jetzt schießt er sogar noch nach mir. Ey, Leute, ich weiß, das ist ein bisschen illegal, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben uns hier das Polizeiauto geklaut. Aber Freunde, ich muss unbedingt rausfinden, was hier los ist. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich glaube, Fake Eye Crimex ist wieder zurück. Wie damals. Das ist wie damals, wo keiner mir glauben wollte. Hä? Oh, warte mal, mein Handy klingelt schon wieder. Ja, hallo?
Max? Ja, ey, Tuan, Tuan! Magst du gleich ein Video oder warum hast du alle Autos bei mir vorne am Tempel kaputt gemacht? Tuan, wie? Ich hab deine Autos bei deinem Tempel kaputt gemacht? Ja, ich hab grad Livecam an. Du bist grad. Das bringst du schon wieder was. Hä? Ey, warte mal, Toyos, Max! Tuan, ich bin das nicht! Mann, nee! Tuan, ich bin das nicht! Hä? Leute, selbst Tuan ist sauer auf mich, aber warte mal. Tuan hat uns gerade gesagt, dass wir bei ihm wären und seinen Tourluster gerade zerstören. Das heißt, Leute, der Fake-Eye-Crimix muss gerade bei Tuans Tempel in der Nähe sein. Ey, wir müssen da sofort hin. Ich muss da sofort rüberfahren, Leute. Let's go. Ey, Leute, ich hoffe, der ist noch da und ich hoffe, wir können uns den jetzt packen, diesen Fake-Eye-Crimix hier. Oh mein Gott, da ist er. Leute, da vorne ist er. So, stehen bleiben, Junge. Stehen bleiben, Fake-Eye-Crimix. Ey, nein, Leute, der haut ab, ich muss doch schnell eine Haftbombe dran machen, so, oh mein Gott, Leute, okay, das ist gut, wir haben eine Haftbombe an ihn dran geworfen, das heißt, wir können sein GPS-Signal orten, Leute, oh, Leute, perfekt, wir sehen unten auf der Minimap, wo jetzt das GPS-Signal von diesem Faker herkommt, wir werden ihn jetzt mal verfolgen, Leute, der ist 500 Meter entfernt, Leute, wir müssen unbedingt rausfinden, wo der Typ als nächstes hin will und wir müssen ihn stoppen, Leute, aber mich wird ja, oh mein Gott, hä, was ist das denn, warum habe ich jetzt einen Platten in meine Reifen bekommen, oh Gott, Leute, wie viel Pech kann man heute eigentlich haben, so, wir müssen näher ran, er ist 300 Meter von mir entfernt. Oh mein Gott, ey, wie schnell der auch fährt, ne? Wie schnell der Typ auch fährt. Ey, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. So, noch 300 Meter. Der muss irgendwo hier vorne. Oh Gott, Leute. Wisst ihr was? Wir werden ihn jetzt einfach mal so lange verfolgen und gucken, wo der hinfährt. Wir haben ja zum Glück sein GPS-Signal. Da vorne sehe ich ihn auch gerade fahren. Und dann schauen wir mal, wo der Typ jetzt hinfährt, Leute, ja? Dann können wir den ja mal heimlich beobachten. Ich glaube, der checkt auch gerade nicht, dass wir dem hinterherfahren. So, sehr gut. Da vorne sehen wir den. Der fährt aus der Stadt raus. Der fährt aus der Stadt raus, Leute. Wo will der hin? Okay, Leute, wir verfolgen den jetzt. Let's go. Ey, Leute, wir verfolgen diesen Fake-Eye-Crimix jetzt schon super lange. Wir sind hier einfach im Sandy Shores-Gebiet. Leute, wo fährt der Typ hin? Und wer ist das? Und was hat's damit auf sich? Wir werden das jetzt rausfinden hier. LSPD! Hä, der biegt hier links ab. Hä? Warte mal, was? Ist Polizei hier? LSPD. Oh, Leute, wir sitzen ja auch in einem geklauten Streifenwagen. Einmal bitte rauskommen, Kollege. Such nämlich gerade zufällig einen geklauten Streifenwagen. Nee, ich kann nicht aussteigen, ja. Ich bin gerade im Dienst. Ja, das geht nicht. Tut ist mir egal, leid. Ich steck das aus der Karre aus. Leute. Und soll mir Gewalt anwenden. Ja, alles gut. So, Ende. Oh Gott, Leute. Ey, das, was ich jetzt mache, mache ich nicht gern. Das aber, Freunde, ich kann mich jetzt hier wirklich nicht verhaften lassen. Ich komme jetzt hinten ins Auto rein, direkt im Gefängnis. Okay. Untersuchungshaft. Ja, ich gehe natürlich ins Auto rein. Das Ende, Junge. Bam. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Ich mache das wirklich nicht gern, aber ich kann mich jetzt nicht verhaften lassen. Okay. Wir sehen noch das GPS-Signal von dem Fake-Eye-Crimix. Der ist hier links abgebogen auf diesen kleinen Ackerweg hier. Keine Ahnung, wie er das nennen soll hier. Oder Waldweg. Oh mein Gott, und da vorne. Leute, da vorne steht das Auto. Da vorne steht der Fake-Urus, Leute, von Fake-Eye-Crimix. Oh mein Gott, zum Glück konnten wir da gerade eben noch eine Haftbombe dran machen. Okay, lass mal jetzt hier beobachten. Wir werden ihn jetzt mal hier beobachten. Gut, da ist die Haftbombe dran. Das sieht hier wirklich 1:1 wie mein Urus aus, bis auf die Felgen, Leute. Das ist ganz komisch. Das ist ja einfach so ein komischer Faker. Warte mal, wir gehen da mal rein. So, wir dürfen uns jetzt hier natürlich nicht erwischen lassen. Okay, ganz vorsichtig hier rumschleichen. Okay, wo könnte der sein? Sein GPS-Signal hört natürlich jetzt hier auf. Er muss hier in dem Haus drin sein. Lass mal gucken. Wisst ihr was? Wir nehmen mal einen Elektroschocker in die Hand, falls wir den irgendwie elektroschocken müssen. Okay, und dann weiter geht's. Wo könnte der sein? Wir gehen hier das ganze Haus... Oh Gott, ich höre jemanden. Der Plan läuft wie perfekt. Oh Gott, da unten steht der, Leute. Der steht da unten. Richtig. Jetzt fehlt nur noch der letzte Part. Die Schlagzeile muss gemacht werden. Hä? YouTuber ermordet Freund. Und ich habe mitbekommen, wo Amir ist. Let's go. Warte mal, was? Habt ihr das gehört? Er will in meinem Namen Amir erledigen. Oh mein Gott, Leute, warum? Warum will dieser Typ mein ganzes Leben zerstören? Der will mir alles wegnehmen und jetzt will er noch dafür sorgen, dass ich als Mörder dastehe. Oh nein, jetzt fährt er mit dem Boot weg. Ey, Leute, sind hier noch weitere Jetskis? Nein, da ist nichts mehr. Ey, wir müssen ganz schnell hinterher. Okay, wisst ihr was? Alles gut, wir können bestimmt Amir warnen. Ich werde jetzt mal Amir anrufen. Ich muss ihm nur Bescheid sagen, dass da ein Faker ist, der ihn erledigen will, Leute. Warte mal, schnell das Handy rausnehmen. Oh nein, hier verlaufen. Yo, Amir, hallo, Amir. Hallo. Leute, leider ist das der Anrufbeantworter, weil ich werde jetzt Los Santos verlassen. Ich bin auf dem Weg nach dem Flughafen.
Solltest du Stani oder Rustik sein? Oh, oh. Ich melde mich wieder, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin. Oh, oh. Nein. Max, ich hoffe, du hast alles erreicht, was du wolltest. Oh, Leute, nein, Amir geht erstens nicht ans Telefon ran und zweitens ist er so sauer und traurig, dass er Los Santos verlassen will. Aber Leute, warte mal. Er will Los Santos verlassen? Das heißt, Leute, er will wahrscheinlich gleich in ein Flugzeug einsteigen. Und dieser Fake A-Kramix will bestimmt das Flugzeug sabotieren. Oh Gott, Leute, müssen jetzt so schnell wie möglich zum Flughafen und ihn daran hindern. Let's go! Oh, Leute, wir sind am Flughafen angekommen. Es ist wohl noch nicht zu spät. Da vorne sehe ich auch Amirs Privatchat, Leute. Okay, okay, warte mal. Wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal aus der Entfernung, weil Amir will ja nichts von mir wissen. Aber ich glaube... Warte mal, wir gucken da mal. Ich glaube, es scheint alles gut zu sein. Da ist er mit seinem Koffer, wartet vielleicht noch auf seinen Piloten. Okay, ich glaube... Hä? Warte mal, nein! Was ist da vorne? Das ist doch Fake A-Kramix, der hat ein RPG in der Hand! Oh, Leute, nein! Wir müssen Amir retten! Wir müssen ihn schützen! Oh mein Gott, ich werde mich selbst aufopfern, um Amir zu retten! So, warte mal, wir stellen uns in die Schusslinie! Oh! Hä? Oh mein Gott! Oh! Leute, wir haben den Schuss abgefangen! Wer fährt da hinten? Nein! Oh, hey, komm! Das ist Fake A-Kramix! Oh mein Gott! Wie Fake A-Kramix? Was dachte, der wäre schon lange besiegt worden sein? Ich sag doch, ich war das nicht bei dir gewesen. Hast du jetzt mal gemerkt, Gott, dass ich es ernst meine? Ich habe sogar einen RPG-Schuss für dich eingefangen. Oh mein Gott, du willst mir jetzt den Fake A-Kramix? Fake A-Kramix ist wieder da. Du hättest ihn besiegt, deswegen habe ich gar nicht mehr an die Option gedacht. Ich habe auch gedacht, das ist ein Fake A-Kramix. Nein, du hast ihn besiegt. Ich dachte auch, Fake A-Kramix wäre besiegt, aber ich glaube, er ist zurück und zwar besser und stärker, denn jeder sieht ja noch mehr ähnlicher aus als ich. Stimmt, jetzt, wo du sagst, die Hose, Alter. Nur die Hose sah anders aus, ey. Oh Mann, tut mir leid, Max, da ist schon so falsch von dir. Aber Amir, ist gut, dass du jetzt mal wieder Bescheid weißt. Also, du brauchst die Stadt nicht zu verlassen. Ja, lösch mal lieber dein Ansagevideo, bitte, ja? Es tut mir leid, ich war nur so enttäuscht. Du, Amir, ich muss diesen Fake A-Kramix unbedingt stoppen, bevor er noch mehr Faxen macht. Du, hast du irgendwelche Infos, irgendwelche Anhaltspunkte für mich? Das Ding ist, er hat versucht, mich zu erledigen. Bestimmt, weil er den Mord dir an die Schuhe schieben wollte. Nein. Warte mal, was ist, wenn er jemand anderes versucht? Ja. Hat er noch jemanden geprankt oder nur mich? Er hat noch jemanden geprankt. Stani! Oh Gott, hol mein Privatchat oder so. Da ist ein Fallschirm drin. Oh, das ist eine gute Idee. Ich leih mir schnell deinen Chat, Amir. Dankeschön. Oh Gott, Leute. Stimmt, jetzt, wo ich Amir gerettet habe, wird er es als nächstes bei Stani probieren. Wir müssen sofort Stani warnen und ihn retten, Leute. Oh Gott, der ist bestimmt noch bei seinem Stani-Performance. Schnell rein da. Wir müssen losfliegen. Oh, ich komme. Stani, halte durch. Oh Gott, Leute. Ey, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Let's go. Oh Gott. Leute, da unten ist Stani Performance. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät. Ey, wir müssen jetzt hier sofort raus. Ich muss jetzt hier rausspringen. Stani, ich komme, halte durch, mein Freund. Und Fallschirm auf. Zack. Oh Gott, Leute, ich hoffe, er lebt noch. Ich hoffe, er war noch nicht hier. Stani, hallo, geht's dir gut? Wow. Ey, Junge, was hast du da nicht verstanden, Alter? Was hast du nicht verstanden, Stani, dass du Hausverbot hast? Oh Gott, dir geht's noch gut. Oh Gott, dir geht's Junge. Gut. Ich freu mich so, dass dir gut geht. Ja, natürlich. Ich bin pleite wegen dir gegangen, Alter. Natürlich, geht dir total gut, Junge. Ey, Leute, er ist immer noch sauer auf mich. Stani, du musst mir jetzt gut zuhören. Hör mir bitte ganz genau zu. Was willst du? Bitte, ich weiß, du bist sauer auf mich. Hör mir zu. Da ist ein Fake-Eye-Kramix, der dich umbringen will. Ja, Bro. Bitte fang jetzt nicht wieder mit dieser Geschichte an. Nein, bitte geh rein. Bitte geh rein und bleib nicht hier draußen. Ich geh gar nicht rein, Bro. Ich renn hier draußen rum. Versteck dich erstmal heute über den Tag. Nein, ich versteck mich nicht, Bro. Ey, Leute, nein. Aber falls du noch mehr Stress machen sollst, rufe ich die Polizei und dann ist gut. Ey, Leute, der will mir einfach nicht glauben. Was soll ich denn tun? Ey, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ey, ganz ehrlich, warte mal. Ich habe doch noch diese Polizeidrohne, die ich mir ausgeliehen habe. Ich werde hier mal das Gebiet ein bisschen überfliegen und werde mal gucken, ob hier vielleicht dieser Fake A-Kramix kommt und Stani ausschalten will. Okay, Leute. Leute, wir packen die Drohne aus. Okay, fällt uns hier irgendwas Verdächtiges auf? Ich werde jetzt das Gebiet überfliegen. Wir werden unseren Kumpel Stani beschützen, auch wenn er denkt, dass wir der Feind sind. Ey, Stani! Ey, was ist das für eine Mülldrohne, Ey, Junge? Der schießt ja mit einer Pistole nach unserer Drohne. Ey, der checkt gar nicht, dass wir den beschützen wollen, Leute. Ey, warte mal, da unten, was ist das denn? Was ist das da auf dem Berg? Warte mal, ich mach mal die Nachtsichtkamera an. Ey, da bewegt sich wirklich irgendwas. Leute, nein, ich flieg mal ein bisschen näher ran. Ey, sag mir bitte, nein, Leute, da ist dieser Fake-A-Kramix. Nein, der ist hier oben auf dem Berg, Leute. Und der hat ein Scharfschützengewehr und Stani ist draußen. Oh Gott, Leute, ich muss ihn sofort aufhalten. Wir müssen da hoch auf den Berg, bevor er Stani mit dem Scharfschützengewehr erledigt. Oh, Leute, nein. Oh Gott, und Stani, weißt du nicht mal, dass ich ihn beschützen will? Stani, geh sofort rein, Weg sofort rein. Dir, Bro. Oh Gott, Stani, nimm's mir nicht übel, aber du musst da rein. Oh Gott.
Leute, wir haben ihn gerade über den Haufen gefahren, aber das hat ihm, glaube ich, das Leben gerettet. Der denkt jetzt bestimmt, jetzt habe ich ihn auch noch eingefahren. Und hier oben muss er sein. Ey, bleib stehen! Bleib sofort stehen, Junge! Ich weiß, dass du Fake Crybabies bist. Mann, hast du meinen Plan verändert, oder was? Ja, du wirst dich nicht an meinen Freunden vergreifen, Junge. Ja, ich hab dich schon mal besiegt, also werde ich dich wieder besiegen. Ja. Oh mein Gott, so, Leute. Ich bin stärker wiedergekommen als jemals zuvor. Ich habe all deine Videos studiert. Ich weiß, wie du dich bewegst. Ich weiß, wie du redest. Ich weiß, wie du isst. Nein. Leute, der Typ hat alle meine Videos geschaut und weiß genau, wie er sich, wie ich ausgeben kann. Deswegen glaubt jeder, dass ich das bin. Oh Gott, Leute, der ist ein richtig guter Faker von mir. Oh, der schießt auf uns, Leute. Ey, wir müssen uns den schnappen. Ich werde jetzt an ihm dranbleiben. Freunde, kostet es, was es wolle. Der wird heute auf jeden Fall noch eliminiert werden. Komm, jetzt diesmal aber ohne. Diesmal ohne Gefangene, Leute. So, komm her. Warte. Was für Warte? Hast du dich gefragt, wo Russig ist? Wie, wo Russig ist? Ja, ich habe Russig vielleicht schon längst gefangen genommen und wenn ich mich nicht melden sollte, wird Russig erledigt. Wie du hast Russig? Kann nicht sein, das kann nicht sein, dass du Russig hast. Ach ja, hast du ihn heute schon gesehen? Nein, Leute, ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen. Warte, ich werde ihn anrufen. Okay, wir rufen ihn an. Nein, warte. Sein Handyvertrag wurde gelöscht? Was hast du mit Russig gemacht? Ja, leg dein Handy weg, geh in das Haus rein und dann sag ich dir, wo Russig ist. Oh mein Gott, nein, Leute, wir müssen das tun, was er sagt, weil ansonsten wird Russig was passieren. Oh Gott, nein. Ey, der Typ spielt wirklich gut. Warte mal, wer ruft mich denn jetzt an? Hallo? Hey Max, alles gut bei dir? Amir, nein, es läuft gar nicht gut hier. Der Typ hat Russig in seiner Gefangenschaft. Oh nein, ich hab Russik heute noch gar nicht erreicht bekommen. Eigentlich wollte ich zusammen aufnehmen. Oh, okay, das ist gut zu wissen. Ey, ich suche nach ihm, ciao, okay? Ciao. Ey, Leute, ich glaube, das stimmt wirklich, dass er Russik in seiner Gefangenschaft hat. So, Fake Acrimax, hör mir jetzt mal genau zu. Warum sollte ich dich direkt jetzt hier erledigen, hä? Ja, ganz einfach. In einer Minute kommt ein YouTube-Video online. Sollte ich mich dann melden, wenn es online kommt, dann darf Russik leben. Sollte ich nicht kommen, wird Russik erledigt. Und dort im Video siehst du, wo Russik ist. Warte, es gibt gleich ein Video online, wo Russig ist? Und so, ich sollte mal lieber weiter. Nein, Leute, habt ihr das gecheckt? Wenn ich ihn jetzt erledige, mach's gut. Werde ich nie erfahren, wo Russig ist. Oh mein Gott, nein. Ach, Leute, aber was sollen wir machen? Wir müssen doch unseren Freund Russig retten und dieser Fake-Eye-Grabix ist jetzt wieder entwischt. Okay, Leute, aber warte mal. Das Video in einer Minute, das müsste jetzt online gehen. Wir gucken auf YouTube. Hä? Leute, das Video ist ja wirklich online. Oh mein Gott, wir schauen da jetzt rein. Hallo, Max. Ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung gewählt. Nein. Guck dir an. Wenn du hier hinkommst, schaffst du es vielleicht, ihn noch zu retten. Sollte ich nicht überlebt haben? Bye-bye, Russig. Leute, da liegt Russig. Oh mein Gott, der wird da bedroht, Leute. Oh mein Gott, Leute, Russig, der Arme. Ey, ich brauche hier sofort ein Auto. Wir müssen da sofort hinfahren. Aber es war die richtige Entscheidung, dass wir diesen Fake-Eye-Cramix nicht direkt ausgeschaltet haben, weil sonst hätten wir jetzt direkt schon Russig verloren. Ey, ich hoffe, der ist noch am Leben, Leute. Wir fahren da jetzt direkt hin. Das ist da hinten beim Observatorium. Ich weiß genau, wo das ist, Leute. Let's go. Russig, halte durch. Ey, Leute, wir sind gleich da. So, einfach nur noch hier diesen Weg hier entlang, Leute. Und eigentlich müsste da vorne die Hütte kommen. Ey, bitte. Ich hoffe so sehr, dass es Russig gut geht, Leute. Ey, wir müssen einfach heute alle unsere Freunde retten. Da vorne ist die Hütte aus dem Video. Da ist es. Oh nein. Nein. Da steht diese Wache. Da steht die Wache da vorne. Gott, Leute. Ey, der schießt auf mich. Der hat mich schon gesehen, Leute. Okay, Leute. Jetzt reicht's mir. Oh, nimm das, Junge. Oh, komm, bitte. Ich hoffe, es geht ihm gut, Leute. Ey, bitte, Russig. Leute, was haben die mit seinen Haaren gemacht? Warum sind die grün gefärbt? Ich will gar nicht wissen, was sie dem noch so angetan haben. Ey, nein, Leute, bitte. Warte mal, wir fühlen mal den Puls. Oh Gott, er hat noch Puls, Freunde. Ey, ich werde den jetzt direkt mal ins Krankenhaus bringen. Oder? Nein, besser, ich werde den Krankenwagen rufen. Russig lebt noch. Aber, Freunde, der Fake-Eye-Crimex ist entkommen. Wir müssen uns ihn schnappen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir den Typen stoppen. Und bis dahin. Haut rein, Leute, euer Crimex.